Hallo Leute, ja, letztes Mal haben wir das mit den Schiffen gemacht. Da waren wir unten bei Gieshorst oder wie hieß dieser Ort? Oh, lass uns schnell hingehen. Gießenhorst, da haben wir Anleger gemacht und dann haben wir hier noch Fahrzeuge, Busse hingemacht und natürlich diese LKW-Station. Bei der LKW-Station hapert es ein bisschen dran, da haben wir aber noch wenigstens das Brot, glaube ich, dann dahin zu liefern. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das mit dem Öl vielleicht hinkriegen, ne? Da würde ich sagen, nach dem Intro legen wir da mal los und schauen, dass wir da was anschließen können. So, und ja, das hat man hier unten ja gesehen. Diese Gießenhorst Treibstoffraffinerie bekommt ihr Öl. Von welchen Lieferanten? Von Kettemers Mühle. Das ist hier. Da müsste man jetzt, ja, das ist ein bisschen schlecht. Da müsste man erst hier mit dem Auto anliefern und dann mit dem Hafen weiter. Ist jetzt nicht das Ideale dafür, denke ich. Dann haben wir hier in Bofzen. Und da ist es im Endeffekt das Wasser noch zwischen. Man müsste mit dem Schiff rumfahren, macht auch keinen Sinn. Und dann haben wir hier noch Schemmerhofen Ölraffinerie. Und das ist dann der Punkt. Das ist nämlich hier in der Nähe. Da müssen wir an Winden vorbei. Hier haben wir sogar noch eine Ölquelle, die wir mit erschließen können wahrscheinlich. Weil, wie hieß die? Wahrscheinlich auch Winden. Windenölquelle. Und dann haben wir hier nochmal Schemmerhofen Ölquelle. Und die beiden sind Lieferanten von dem hier, ne? Windenölquelle ist da und Schemmerhofenquelle ist da. Das bedeutet, wir können das anschließen und ich würde dann sagen, machen wir hier so rum einen Zug, der dann hier lang fährt und da ankommt. So, da müssten wir hier anfangen mit einem Bahnhof, ne? Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, ne? Gebäude. Da würde ich einen Sackbahnhof tatsächlich machen. Der dann da ja, so anstößt. Ja, da sieht ja wieder toll aus, ne? Okay, das geht nicht. Vielleicht geht er so. Aber so sieht er ganz gut aus, ne? Aber eingleisig, ich glaube, wir machen da mal wenigstens zwei Gleise raus. Und der könnte auch ein bisschen länger sein, oder? Was haben wir jetzt hier? 160, obwohl 160 Meter ist ja schon eine Menge, ne? Ne, ich glaube, ich lasse den so und setze den da mal so hin, oder? Gut, dann haben wir das. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Gleis und da würde ich auch dieses nur nehmen und fahren mit dem erstmal hier raus. Oh, da muss man ja gleich schon ganz viele Erdarbeiten machen, ne? Okay, das wird ein bisschen schwieriger hier sein. Ne, da wollen wir schon mal gar nicht so raus. Wieso geht denn der gleich so hoch und will dann da noch eine Brücke bauen? Das geht ja gar nicht, oder? Kommt der hier schon so schlecht weg, oder was? Boah, ich kann doch jetzt hier nicht schon so eine riesen Brücke da bauen. Warte mal, dann reißt das Stück doch nochmal hier ab. Na, so geht's vielleicht, ne? Ich will hoffen, dass es jetzt hier auch so weitergeht dann. Oh, jetzt buddelt er da ein, ne? Aber da werden wir wohl nicht drum rumkommen. Also hier würde ich dann noch so neben dem Wald her wollen, ne? Da müssen wir da durch den Wald auch schon. Da buddelt er auch schon wieder ein, ne? Kriegen wir das irgendwie hin? Wir müssen schon nach da links, ne? War doch da, ne? Ja. Dann müssen wir da zu der Quelle. Kommen wir hier durch den Wald. Oh, da baut er sogar einen Tunnel dann, ey.
Na, das wird ja was. Okay, da geht's jetzt ohne Tunnel. Vielleicht hier neben. Oh, da baut er schon eine Brücke hier. Hier keine Brücke. Da Brücke. Da keine Brücke. Hier schon wieder Brücke. Aber wenn ich die Geschwindigkeit nicht verlieren will, muss ich hier hin. Dann kann ich aber runter. Okay. Ne, das wird nichts. Lass mal gerade hier einen Bahnhof bauen. Güterbahnhof dieser Bauart. Was haben wir da? Zwei Gleise, 160 Meter. Das passt erstmal. Drehen das Ganze, aber vielleicht andersrum. Aha. Kann ich den jetzt auch höher machen irgendwie? Ah ja. Das gefällt mir jetzt gerade nicht so, wie der da sitzt, ne? Glaube, so ist er ganz gut, oder? Leise. Da müssen wir wohl so anschließen, ne? Wie ist denn das jetzt hier? Wenn ich den anklicke, ist der gar nicht angeschlossen, oder was? Das bedeutet, ja, da muss noch eine Straße dann dahin wahrscheinlich, ne? Ist der jetzt angeschlossen? Ich glaube ja, ne, oder? Das sind Terminal, aber Diagramme. Abnehmer, Diagramme. Bin ich irgendwo mit verbunden hier? Transport sehe ich jetzt nicht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier so. Dass das hier ist eigentlich nebeneinander, ne? Oder bin ich gespannt, ob das klappt oder nicht. So, jetzt müssen wir hier noch rum nach da. Tendenziell neige ich dazu, den großen Bogen zu fahren, weil das mit einem kurzen Kurve bestimmt wieder schlecht ist. Und vielleicht, ja, macht es auch Sinn darum wegen, ne? Schon alleine wegen, sag schon. Steigung und so. Machen wir da nur bis da. Dann brauchen wir wieder einen Bahnhof. Den drehen wir mal gerade richtig rum. So passt es dann, glaube. Mal wieder Gleise. Also jetzt weiß ich gar nicht, auf welche Seite wir da los sind, ne? So, mal gucken. Auf der linken, okay. Dann sollten wir auch bei der linken anschließen, ne? Also was hier jetzt gesehen die rechte dann ist. Da sieht schon mal gut aus. Jetzt brauchen wir hier noch einen Kopfbahnhof, der da auch anschließt. Bisschen drehen. Also das mit dem Drehen muss immer andersrum sein, ne? So ist doch nett, oder? Und dann die Gleise von da nach da. So passt es doch, oder? So passt es auch. Also was, jetzt bauen wir als erstes einen Lokschuppen.
hier bei Venenden. Damit die da schon mal hinfahren können, oder? Machen wir gerade so. So. Und so. Und dann fahren wir hier so raus. Oder nicht. Abbrechen. Machen wir hier noch so ein Teil. Geht nicht, kommt zu kurz. So und dann so. Krümmung zu groß. Kann es jetzt nicht sein, oder? Dann machen wir den erst noch ein bisschen länger. Da ist die Weiche. Kann er natürlich nicht, ist ja wieder super, ne? Stopp. Das dann weg. Auf ein neues. Das geht nicht. Boah, warum kann er das jetzt nicht? Jetzt geht's aber, oder? Krümmung zu groß. Boah, Alter, da hin, ey. Warte mal, der fährt raus, der fährt da rein. Das braucht auch gar nicht anders, das passt schon so, ne? Okay, haben wir das. Und hier muss jetzt ein Lokschuppen noch hin, ne? Gebäude, Lokschuppen, drehen, tschüss, passt. So, jetzt haben wir das. Wir haben noch 11 Millionen. Setzen da jetzt erstmal einen Zug drauf, der dann da fährt. Da setzen wir jetzt einen Zug drauf, der hier losgeht. Fahrzeug kaufen. Wir brauchen elektrisch. Wir brauchen Cargo. Ne, elektrisch geht erstmal nur. Was haben wir denn hier? Die kostet, oh, 11 Millionen. Die kostet nur 7. 125, ich glaube unsere Gleise waren 120. Die kostet 12. Ich glaube, wir fangen mit der dann an. Der Rest ist schon wieder zu teuer. Nehmen eine hinzu. Und dann brauchen wir Cargo. Und da brauchen wir alles, was mit Öl zu tun hat. Da kann alles genau das genommen werden. Dann nehmen wir den Kesselwagen. So. 8 Millionen. 9. 10. Geht noch einer. 11. Das sind erstmal 60, die nehmen wir erstmal. Den müssen wir aber bestimmt mal verlängern. So, und jetzt muss der noch neue Linie haben. Und der fährt jetzt von da nach da. Das fertige Öl nimmt er mit und bringt das wohin? Da nicht. Bringt das dahin. Und von da fährt er dann nach hier und holt das Öl da ab. Und fährt dann nach da. Und dann fährt er wieder nach hier, bringt das zurück. Genauso wollen wir es machen, oder? Ich glaube, das macht Sinn. Fährt er schon? Ich glaube, der fährt schon, ne, oder? Wo ist der? Na, wo ist denn jetzt der?
Wo ist denn der Güterbahnhof? Ist der hier schon rausgefahren oder nicht? Jo. Also eigentlich muss es schon fertig sein, ne? Welche Linie ist denn das? 34. Ist nur die Frage, wo der Zug ist, ne? Hier nicht mehr. Ach, der sollte wahrscheinlich hier hochgefahren sein als erstes, ne? Oh, da ist er ja. Der ist ja flott unterwegs. So, er fährt schon mal 300.000 minus ein. Wir haben 600.000, obwohl jetzt gerade 21 geht. Jetzt machen wir mal hier eine Verfolgung. Oh, der Bahnhof ist aber lang. Da können wir noch einige Güterzüge hinter, eine Waggons hinterhängen, ne? So, er lädt jetzt erstmal voll. Ach nee, er hat schon die erste Ware hier hingebracht. Sehr cool. Hat aber nur zwei Ölfässer mitgekriegt. Okay, das ist dann halt noch am Anfang so wahrscheinlich, weil die produzieren natürlich jetzt erst, denke ich. Von ja, Gießenhorst. Mal schauen, wie wir die schaffen. 9, 10, okay. Ich glaube, 60 ging in unseren Dingens rein, ne? In unseren Zug. Ah, hier wird aber auf jeden Fall jetzt produziert, wie wir da gerade gesehen haben. Das ist schon mal gut. Ich glaube, läuft gar nicht so schlecht jetzt, oder? Da müssen wir eigentlich mit Geld verdienen. Also da sind schon mal 21 produziert. Das ist schon mal was. Wir haben eine 500.000 Minus, da können wir auch mitleben gerade. Zweigleisig müssen wir noch ausbauen, sobald ein zweiter Zug da drauf kommt. Aber eingleisig reicht ja erstmal gerade. Hier haben wir schon mal angedeutet, ne? Wie das gehen muss. So, und jetzt kommen wir, ne, der fährt jetzt bis zum Ende, ne, mit den 27 Litern. Oder, wie viel sind das? Öl, und zwar 27 Einheiten, würde man sagen, ne. So, jetzt muss er, ne, wenn ist er vorbei, jetzt kommt noch ja die zweite Ölquelle, ne, oder? Aber da nimmt er nichts mit. Genau, die bleibt erstmal stehen, aber da steht noch nichts, leider. Dachte, aber da muss er erst wohl einmal anhalten, damit das funktioniert, ne? Okay, hier geht es ein bisschen berghoch. Sieht erstmal ganz gut aus, oder? Gefällt mir. Wir haben immer noch eine 500.000 ungefähr minus. Wir müssten jetzt aber auch gleich hier ankommen zum Dingen. Sag schon, zum Endpunkt, zum Abliefern. Und da müssen wir natürlich dann noch LKW-Strecke machen, wo der Treibstoff dann weggebracht wird, ne? Na, hier wird jetzt produziert, ne? Zwei. Da ist jetzt natürlich nichts drin, aber das ist halt so. Da können wir nicht ändern erstmal. Allerdings kommen wir ja gleich bei dem anderen hin. Warte mal, können wir mal auf Stufe 3 fahren lassen. Okay, 700.000 Miese hat er hier jetzt. Das ist nicht so doll. Aber das wird sich, wenn er voll ist, ja wohl ändern, ne? So, jetzt müsst ihr hier volle Ladung erstmal mitnehmen, oder? Obwohl, wahrscheinlich nicht, weil hier noch nichts liegt. Oder warte mal, das ist nicht angeschlossen. Ah, dann ist das doch nicht, hat das doch nicht geklappt hiermit. Ah, so ein Shit aber auch. Oh, das ist aber doof jetzt gelaufen, ne? Dass das nicht geht. Ah. So, das bedeutet, Spiel anhalten. Bahnhof abreißen. Weiß nicht, ob ich Geld dafür zurückgekriegt habe, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Güterbahnhof bauen. Ein bisschen drehen. Ja. 500.000, geht nicht. Ich glaube, ich habe Geld zurückgekriegt, ne, oder?
Das war jetzt nicht so gut, ne? Warte mal, lass mal gerade hier diese Straßen abreißen. Die macht da keinen Sinn gerade. Ich muss weiterlaufen lassen, leider. Und hoffen, dass ich Geld kriege. Warte mal, da müssen wir hier auch noch ein Stück abreißen wohl. Und mach das auch noch mal weg. Und dann schauen. Dass wir den hier gleich connecten. In der Hoffnung, dass das Geld ankommt. Schnell. Aber höher kann ich den nicht bauen irgendwie. Wenn da zoome ich nur rein und raus. Ne, passiert nichts. Jetzt müssten wir Geld kriegen, ne? 30.000 haben wir jetzt, 80.000. Komm, lass mal irgendwo was Ordentliches ankommen, damit wir die Kohle haben. 116. 185. Wir haben doch eben so viele Einnahmen gehabt. Wir haben doch über Millionenbeträge hier verfügt. 250. Komm schon. 270. Jetzt muss doch mal irgendwo ein Zug ankommen, der richtig Asche macht. Da gibt's doch nicht. Jetzt haben wir eine Million Miese. Nützt nix mehr. Okay. 300.000 Miese, 200.000 Miese. 100.000 Miese. Ach, geht noch nicht ganz. Komm schon, jetzt noch ein Hunderter drauf. Komm schon. Jetzt wird's weniger. Nein. Gleich kommt der Zug schon wieder. Komm schon. 200.000 Miese, 100.000 Miese, 50.000 Miese. Jetzt Kleckerbeträge. 27, 30, 100. Komm schon. Ich will eine halbe Million haben. Komm. Oh. Eine Million Miese. Muss ich einen Kredit aufnehmen oder was? Jetzt geht's aber ins Plus, oder? Da ist ja schon eine blaue Zahl bei den Einnahmen. Das kann doch jetzt nur gut werden, oder? 80.000, 53.000. 6.000 kommen wir jetzt erstmal ins Plus. 200.000, ja. Und wieder eine Million Miese. Wird gerade nichts, ne? Kommt der Zug schon? Ich sehe ihn noch nicht. Zeit ist rum. Komm schon, jetzt mal irgendwo einen ordentlichen Zug ankommen lassen mit ordentlich Material drauf. Kann doch nicht sein jetzt hier. Diesmal läuft er noch immer mehr ins Plus. 1,4 Millionen Miese, hat keinen Sinn. So, ich leih mal eine Million. Und dann bauen wir den wieder dahin. Kriege ich den irgendwo ein bisschen schicker hin? Nee, ne? Nee, ich glaube, ist immer so komisch. Egal. Ach, kein Geld für. Läuft wieder. Komm schon. Muss ich noch eine Million aufnehmen? Das passt. Und das passt auch. So, der Zug kann wieder fahren. Ich hoffe, er fährt auch wieder. Fahrzeugmeldung voll, Zug 11, kein Weg, elektrisch. Achso, der ist da hinten stehen geblieben, weil es nicht geht, oder was? Fährt er jetzt wieder? Ja. Okay, er hat frühzeitig erkannt, dass es nicht weitergeht und ist deswegen nicht gefahren.
Wäre schön gewesen, wenn er hier noch gefahren wäre, aber nee, die Strecke wird er gefahren sein. Weil hier ist ja schon alles voll, ne? Und hier, okay, die sind jetzt am Produzieren, oder? Nee, das müssen wir erstmal hier ausmachen. Kurzen Blick noch, 30 Tonnen da. Liegt hier was? Nicht wirklich. Wahrscheinlich, weil das alles jetzt schon im Zug ist, ne? Betten. Ja, 27 Tonnen sind da dran. Okay. Ich würde sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.